Heute sprechen wir über außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Stell dir vor, du bist Unternehmer. Du schreibst die Vermögensgegenstände deines Anlagevermögens jedes Geschäftsjahr planmäßig ab. Nun fragst du dich, wie du vorgehst, wenn ein Vermögensgegenstand eine kürzere Nutzungsdauer als angenommen besitzt oder plötzlich an Wert verliert? Eine außerplanmäßige Abschreibung auf das Anlagevermögen erfolgt dann, wenn der Buchwert in der Bilanz den tatsächlichen Wert des Vermögensgegenstandes übersteigt. Hier liegt immer das Realisationsprinzip oder das Niederstwertprinzip zugrunde. Schauen wir uns zunächst die außerplanmäßige Abschreibung nach dem Realisationsprinzip an. Danach müssen auch nicht realisierte Verluste am Abschlussstichtag berücksichtigt werden. Bei einer Änderung von vorab festgelegten Abschreibungsdeterminanten erfolgt deshalb eine außerplanmäßige Abschreibung, um den umsatzproportionalen Vermögensverzehr wiederherzustellen. Machen wir hierzu ein Beispiel. Du hast beim Kauf deiner Maschinen die Nutzungsdauer auf 10 Jahre geschätzt. Anfang des 5. Geschäftsjahres stellst du allerdings fest, dass die Nutzungsdauer nur 8 Jahre beträgt. Der aktuelle Buchwert ist also höher als der tatsächliche Wert deiner Maschine. Du bestimmst nun den Buchwert der Maschine, als wäre die Nutzungsdauer von Beginn an korrekt bemessen worden. Die noch nicht berücksichtigte Wertminderung verbuchst du über das Aufwandskonto außerplanmäßige Abschreibungen. Anschließend passt du den Abschreibungsplan so an, sodass du in den nächsten Geschäftsjahren den korrekten Wert abschreibst. Nun zu den außerplanmäßigen Abschreibungen basierend auf dem Niederstwertprinzip. Dieses besagt, dass Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit dem niedrigeren beizulegenden Wert in der Bilanz auszuweisen sind. Eine außerplanmäßige Abschreibung muss daher dann erfolgen, wenn unerwartete Risiken und Schäden nicht berücksichtigt wurden oder die Wiederbeschaffungskosten des Vermögensgegenstandes gesunken sind. Ein Beispiel für die außerplanmäßige Abschreibung aufgrund des Niederstwertprinzips ist die Zerstörung der Maschine durch einen Brand. Der gesamte Restbuchwert der Maschine muss abgeschrieben werden, da der tatsächliche Wert 0 beträgt. Auch in diesem Fall verwendest du das Konto außerplanmäßige Abschreibungen. Zusammenfassend basieren außerplanmäßige Abschreibungen des Anlagevermögens auf dem Realisations- oder dem Niederstwertprinzip. Nach dem Realisationsprinzip wird bei fälschlicher Schätzung der Abschreibungsdeterminanten der Vermögensgegenstand außerplanmäßig abgeschrieben. Nach dem Niederstwertprinzip erfolgt die außerplanmäßige Abschreibung bei einem plötzlichen Wertverlust des Vermögensgegenstandes.